Herzlich willkommen zum Sportfreunde TV. Bei mir ist heute unser Innenverteidiger Matthias Rahn. Matthias, auf der Homepage hast du als deinen Spitznamen Helmut und Alu angegeben. Helmut ist ja noch relativ klar, aber Alu, wie kam es dazu? Magst du uns das mal verraten? Das kommt von Bernd Rosinger. Der kennt irgendwie einen aus Nürnberg, der hieß Alu Rahne. Und deswegen Alu. Und das war halt ein ziemlich harter Verteidiger, glaube ich. Und deswegen nennen die mich jetzt Alu. Okay. Du bist ja relativ groß mit 1,95. Gerrit Nauber, der neben dir spielt, ist ja nur 1,85, also 10 cm kleiner. Ist die Größe auf eurer Position besonders wichtig oder wie schätzt du das ein? Als Innenverteidiger ist es immer nicht so schlecht, groß zu sein, weil schon allein wegen der Kopfballstärke und alles. Aber ich denke, wir ergänzen uns sehr gut da in der Innenverteidigung und Hast du eigentlich schon immer Fußball gespielt oder hast du früher in deiner Jugend, so alt bist du jetzt auch noch nicht, aber hast du früher auch mal andere Sportarten ausprobiert? Ganz früh habe ich mal Tischtennis probiert, aber damit war ich nicht so erfolgreich und ich habe schon ziemlich früh mit Fußball angefangen, glaube ich mit 4 Jahren, war schon immer mit Papa auf dem Sportplatz und schon ganz früh angefangen und es hat sich ja durchgezogen und ja. Ja, viele Fußballer haben ja im Sturm mal angefangen als kleiner Junge und sind dann immer Position für Position nach hinten gerutscht. Wie war das bei dir? Warst du früher auch ein echter Knipser oder hast du schon immer in der Abwehr gespielt? Nee, ich habe früher im zentralen Mittelfeld gespielt, in der F-Jugend bis zur D-Jugend. Danach hat mich der Trainer in die Abwehr gestellt. Wahrscheinlich durch meine Größe dann auch, aber so ein richtiger Knipser war ich eigentlich nie, nee. Ja, du hast ja in der Vorbereitung am freien Tag mal die etwas andere Regeneration gezeigt mit deinem neuen Hoverboard, was man ja auch auf dem Instagram-Account sehen konnte. Wie viel bist du damit inzwischen schon gefahren? Noch nicht sehr oft, durch das Wetter. Wenn es natürlich im Sommer dann schöner wird, dann freue ich mich natürlich auf das Ding. Sehr cool. Fahre ich dann immer zum Training hier und ich denke, das ist ein sehr schönes Teil. Und wofür genau hast du das gekauft? Einfach nur so aus Jux oder auch wirklich, um sinnvoll damit zu fahren? Ja, ist natürlich viel Spaß dabei, das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich fahre mit dem Ding dann auch zum Training. Ich habe es ja nicht weit von meiner Wohnung bis hierher, circa 1 Kilometer. Und das Ding fährt, glaube ich, 20 Kilometer. Und das ist ganz praktisch dadurch. Ja, wenn man dich so beobachtet, sieht man dich auch relativ oft mit Kopfhörern rumlaufen. Was für Musik hörst du denn? Ich will nicht lügen, also ich höre eigentlich alles, aber auch gerne Schlager. In der Kabine, die Jungs regen sich manchmal auf, dass ich halt oft Schlager höre. Aber ich denke, das gehört einfach dazu und ein bisschen Spaß muss halt auch sein. Und hast du auch irgendwie eine spezielle Playlist für vor den Spielen, die dich nochmal extra motiviert und pusht? Nö, habe ich eigentlich nicht. Unser DJ ist Alex Langnitz. Der hat dann eigentlich eine ganz gute Playlist und das reicht eigentlich schon und passt, und um uns zu motivieren, also für der ganzen Mannschaft. Ja, das passt schon. Ja, dann hoffen wir, dass Alex am Samstag wieder eine ordentliche Playlist reinschmeißt und bringt die 3 Punkte mit. Dankeschön.